Benvenuto, Signore e Signori della Mappa Italia. Einen wunderschönen guten Morgen im hoffentlich bald wieder sonnigen Italien. Ja, ich, Bett ist gemacht, seht ihr hier. Und abgezogen, ja, weil es in der Nacht halt, es hat wirklich geprasselt in einer Tour weiter. Ich hab, konnte nicht so richtig gut schlafen, deswegen habe ich noch ein bisschen was gemacht. Klar, ich bin mit dem Traktor hier hoch, weil ich wollte die Sachen dann doch nicht da am Feldrand stehen lassen. Ja, und dann hier ein bisschen aufgeräumt, ne? Ich habe ein Gewicht gekauft, noch für die BGA. Da liegt jetzt auch ein Gewicht, damit wir entsprechende Sachen machen. Wir haben die Ballen noch reingefahren, ne? Die von letzter Nacht. Und das seht ihr auch, wir haben hier 243.000 Euro. Wir haben aber keine Silageballen mehr übrig. Aber wir haben jetzt 243.000 Euro. Entschuldigung, Euro. Das heißt aber auch, dass wir hier tatsächlich erstmal ein bisschen was zurückbezahlen. Wir haben ja einen Kredit. Und ich würde tatsächlich auch sagen, ich zahle erstmal großzügig zurück. Können wir immer noch nehmen, wenn wir dann wirklich nochmal was Dringendes brauchen. Im Moment ist das... Achso, Moment, doch ein bisschen was wollten. Wo brauche ich doch noch? Ich wollte ja noch ein bisschen was kaufen. Ne? Machen wir erstmal so. Dann haben wir 120.000 Euro. Da haben wir doch schon eine Menge geschafft. Das heißt, wir kommen da raus. Ich möchte mich jetzt auch nicht komplett durchverschulden. Wir haben auch noch so zwei, drei Geräte, die geliehen sind. Wie zum Beispiel dieses Vicon-Schneidwerk. Aber das lassen wir jetzt auch da erstmal. So, nichtsdestotrotz fahren wir auch mit dem Gerät zurück. Oh, machen wir das mal aus, das brauchen wir nämlich nicht. So, Gott sei Dank, Scheibenwischer ist aus. Das war schon auch eine Menge Zeug, ne? Ich überlege gerade, fahren wir... Wir könnten beim Drescher vorbeifahren, ne? Dann machen wir Miguel den fertig, dann kann Miguel eigentlich schon mal anfangen mit Dreschen. Dann lassen wir Paola vielleicht mit dem kleinen Deutz rüberfahren zum Drescher, kann die nämlich abtanken. Ja, da muss die erst hier hoch. Ja, wir machen das so. Die kann erst hier hochfahren und dann ja, liebe Leute, lasst euch überraschen. Wichtig ist, dass wir noch was einkaufen gehen können. Und ihr seht ja, unsere Felder müssen auch gemacht werden. Jetzt muss ich gerade eben überlegen, wenn wir doch schon einmal hier sind. Guck mal, wie die Wachstumsstufe hier von der Wiese ist, oder? So, Wachstum. Zweite Stufe, dann sollten wir die vielleicht... Pass mal auf, die Gelegenheit sollten wir uns nicht entgehen lassen, da eben einmal rüber zu fahren. Und die Wiese zu mähen. So. Alles klar, jetzt können wir gleich loslegen. Das müsste jetzt auch passen. Dann machen wir die Arbeitsscheinwerfer noch an. Ja, das passt. Alles klar. ja, ansonsten ist halt die ganze Fahrerei hier immer über die Karte. Das ist schon auch ein Ding, ne? Da finde ich es dann doch tatsächlich angenehmer, wenn wir das jetzt mal eben mitmachen. Aber das ist schon, er kämpft schon, ne? 10 km/h. Ist aber auch, also wenn man in dem Traktor drin sitzt, dann sieht man das hier, was das hier für eine Steigung ist. Das macht die Karte aber auch immer wieder aus, ne? Das ist hier wirklich Hanglage. Also, ich sag mal so, das wäre auch eine Karte fürs Alpin-DLC gewesen, sag ich mal. Jetzt nicht unbedingt Alpin, die Toskana, aber ja, wohl so arg weit. Schon, also ich sag mal so von den Hanglagen her und den Wiesen auch, die hier so eingebaut sind, passt das auf jeden Fall sehr gut dazu. Oh, guck mal, hier geht jetzt Vollgas. Hier können wir dann nämlich tatsächlich auch. Also das ist ja unsere Wiese, wo wir das Heu machen wollten. Werde ich dann auch hier machen. Ähm
Dann können wir nicht bei Gelegenheit hier mal. Oh, okay. Alles klar. Der Baum ist zu tief. Dann können wir bei Gelegenheit nämlich mal hier. Oh, ich glaube, wir drehen hier. Das eine Vorgewende muss reichen, ne? Ja, für die Schafe das einfach das Heu fertig machen. Dann fahren wir das dahin. Und ich sag mal so, dann sollten wir auch für lange Zeit genug haben. Ich werde auch die Schafe nicht mehr anheben, das sage ich euch auch. Also, das ist ein Liebhaberprojekt ohne Frage. Die sollen natürlich auch glücklich sein, zufrieden sein, aber es lohnt sich tatsächlich nicht. Jürgen hat geschrieben, habe ich gesehen, dass die sich erst lohnen, wenn man viele hat, aber trotzdem, also ja, dann kommt mehr raus, das ist klar. Aber lohnen tut sich das ja trotzdem nicht, ne? Weil die. Es bleibt ja so, dass die auch dann entsprechend mehr fressen. Und das ist es ja. War schon ein bisschen. Also, ein bisschen schade, dass sich das so gar nicht lohnt, finde ich das schon. Ja, hier kommen jetzt doch relativ große Schwaben zusammen. Wir hätten ja auch eigentlich schön verteilen können, ne? Naja, gut. So ist das hier im Landwirtschaftssimulator. Nur noch mal kurz die Wiese mähen. Nur noch mal kurz, ja. Das Übliche. Wer kennt es nicht? Ja, ich habe beim letzten Mal die Schwart liegen lassen. Wir werden das jetzt komplett einmal, aber die sind wahrscheinlich auch so nass, dass wir. Ja, das wäre auch normalerweise, glaube ich, üblich gewesen, dass man die Wiese dann vielleicht nochmal. Es ist ja tatsächlich auch so, dass. Also nein, man würde wahrscheinlich nicht einen kompletten zweiten Schnitt abwarten, dann wäre das Gras vorher natürlich verrottet. Aber ich weiß auch gar nicht, was ich hätte machen sollen zwischendurch. Ist schon witzig, nur nochmal kurz eben. Naja, so ist es. So, einmal hoch und runter, dann haben wir es ja auch. Ja, ja. Also irgendwann gönnen wir uns mal so ein. Aber das ist noch in weiter Ferne. Am Ende des Tages haben wir alle Geräte, die wir brauchen, die können wir so bedienen. Aber irgendwann gönnen wir uns mal so ein richtig fetten Traktor, der hier drüber lacht. Der sagt, ahahaha, ein Hang, ahahaha. Obwohl, da muss er schon fast mit 500 PS einhergehen. Dass der hier so den Hang hochbügelt, ne? Im Prinzip hätte ich auch schön oben anfangen können. Jetzt drehe ich immer den Berg hoch, das ist auch nicht so richtig clever. Aber nun gut. Jetzt haben wir noch einen Walzer im Hintergrund. Wie schön! Ich wüsste schon mal gerne, welches der. Nee, das muss ich anders sagen. Ja, doch, ich wüsste schon gerne, wie die Gärreste-Lager zusammenhängen, die an der BGA sind. Es ist nämlich so, dass die. Ich habe das ja, habe ich ja gesagt, ne, in der letzten Folge, ich habe es getestet und vorgetestet. Und da war es tatsächlich so, dass die Lager beide gefüllt waren. Ich würde aber behaupten, eines von den beiden Lagern ist von der. Oben von der Bahnschiene der Rest und eines der beiden Lager ist das von dem BGA-Trichter, in den wir da jetzt die letzte Zeit immer reingekippt haben. Kann mir nicht vorstellen, dass die beide den gleichen Trigger haben. Das ist eher ungewöhnlich. Von daher sind die bestimmt getrennt voneinander. Aber in beiden war was drin und ich weiß auch nicht, vielleicht habt ihr da eine Idee. Vielleicht wisst ihr, wie man rausfindet, wie viel Gärreste da drin sind.
Da ich das mit der Pumpe teste, okay, habe ich das nicht rausgekriegt. Das muss ich gerade eben überlegen. Ja, da macht, glaube ich, keinen Sinn, wenn wir da runterfahren. Dann fahren wir hier runter. Da kommen wir nämlich hier an dem Schweinehof vorbei, da vorne, ne? Jemand hat mir geschrieben, dass Schweine sich am meisten lohnen mit Mais Plus in Verbindung. Das hätte ich gerne tatsächlich mal geprüft. Ich bin nämlich immer noch nicht sicher, ob ich als nächstes den Schweinehof kaufen soll. Also als ersten oder den Kuhstall. Gibt ja auch noch so einen Kuhstall. Ach, das ist jetzt so hart reingefahren. Ja, bin ich mir tatsächlich noch ein bisschen unsicher. So, jetzt müssen wir aber doch mal eben keine. Ich gucke jetzt immer auf die Vehicle-Steps, ne? Sonst muss ich den nämlich wieder ranhängen. Wollen wir ja auch nicht. So, jetzt haben wir über die Pflanzen hier platt fahren. So, und jetzt würde ich sagen, lassen wir Miguel das mal fahren. Ja, aber ich glaube, wir fahren da vorne noch bis zu dieser Kante. Fahren wir einmal rum, ne, weil da die hier Licht an. Das kann ich, wir haben 6 Uhr, das könnte jetzt auch mal ruhig ein bisschen heller werden, ne? So, Stroblage ist an. Und diesmal legen wir uns auf jeden Fall auch ein bisschen Stroh zurück. Müssen wir nur mal gucken, wo wir es hinstellen. Dafür können wir dann noch die kleine Ballenpresse noch einmal nehmen, ne? Naja, schauen wir mal. Das werden wir sehen. Aber ich möchte mir auf jeden Fall ein bisschen was zurücklegen für mögliche Tiere. Muss ja irgendwo in den Unterstand bringen. Ich habe den Plan mit den Pferden auch noch nicht ganz ad acta gelegt. Einstellen können, ne? Gucken wir mal eben, wo er lang fährt. Kriegt er das hier unter dem Baum hin? Natürlich nicht. So, aber jetzt, ne? Aber jetzt. So, Miguel, viel Spaß. Und dann sollten wir aber, wisst ihr was, das machen wir tatsächlich vielleicht mal so über die Karte. Da sollten wir nämlich einmal den. Ne, kommen wir sowieso vorbei. Ne, komm. Wir steigen hier in den Traktor ein. Jemand hat mir geschrieben, Mario, du kriegst natürlich, dadurch, dass du es hat, immer ausmachen. Ja, ich hab da natürlich recht. Kriege ich auch manche Sachen nicht mit, eben wie das mit dem Dünger. Ohne Frage, dass ich den Dünger wahrscheinlich also eingestellt habe, dass der. Dass der nicht drauf passt, beziehungsweise nur auf, nicht auf automatisch gestellt war, ne, sondern auf minimal. Das stimmt. Aber gerade in diesem Projekt ist es einfach viel schöner. Ihr könnt, schreibt mir doch mal, habt ihr das hat die ganze Zeit an tatsächlich? Also ich muss zugeben, ich finde es tatsächlich deutlich schöner, hier ohne HUD zu fahren. Das macht irgendwie das Flair doch der Karte noch aus, oder? Ja, doch, das ist auf jeden Fall besser. Achso, wir können vielleicht mal eben gucken hier. Wie weit ist der Gras hier? Erste Wachstumsstufe. Ja, das sollte passen. Da sollten wir auf jeden Fall noch, noch was hinkriegen.
Geres drauf. Ne? Das, oh Gott, jetzt ist die Folge schon wieder so lang. Wir werden auf jeden Fall das Gerät noch kaufen. Ich wollte das eigentlich diese ganze Folge machen, aber das, mal eben Wiesemähen, das hat uns so ein bisschen. Ja, das Genick brauchen wir nicht sagen, das hört sich so brachial, aber ihr wisst, was ich meine. Das mal eben. Ach, liebe Leute, schreibt doch mal rein. Hashtag mal eben für diese heutige Folge. Das ist doch genau der richtige Hashtag für heute. Wir kaufen aber noch. Das Gerät werden wir kaufen. Versprochen. Damit ihr auch wisst, womit ich vorhabe, hier loszulegen. Aber jetzt frage ich mich, stelle ich denn. Ach, guck mal hier, aber die Wiese ist tatsächlich schon ausgewachsen. Dann, ja, pass mal auf, wir stellen auf jeden Fall das hier hin. Ich überlege gerade. Moment, das muss ich erst eben gegenchecken. Also eben gucken, wie viel PS der andere Traktor hat. Ne, der natürlich nicht. Ich vergesse das nämlich immer wieder. Der hat 180 PS, das reicht nicht. Das reicht nicht aus. Ne, dann, wir haben nur den einen großen. Ansonsten hätte ich natürlich gerne hier den Schnitt schon gemacht oder machen lassen. Von Paola, den wäre ich nämlich selber mal abgefahren. Aber wir brauchen den Traktor hier für die, für das Gärrestefass, das ich mir rausgesucht habe, ne? Ja, ich würde das gerne senken, aber wenn man das senkt, dann klappt das direkt aus. Ui, das ist ärgerlich. Aber gut. Wir haben nur einen Traktor mit der PS-Zahl. Von daher hilft das alles nichts. Und wir kaufen natürlich was Italienisches, meine Lieben. Und ich würde, ja, wir probieren ein paar Sachen aus. Ich bin da sehr gespannt. Weil normalerweise hat dieses italienische Fass nämlich eine eigene Einsaugvorrichtung. Das habe ich tatsächlich noch nicht getestet. Wüsste aber gerne, ob das in Verbindung mit Manure, mit dem Schlauchsystem funktioniert. Zur Sicherheit nehmen wir aber auf jeden Fall auch Schläuche mit. So, da vorne wird gleich das Fass erscheinen. Und zwar sind das hier diese Bossini-Fässer, ne? Wir haben hier eins mit 230 PS und eins mit 250 PS. Das ist halt direkt vier Achsen. Und die sind schon auch durchaus realistisch, ne? Die mit 250 PS, unser Traktor hat das ja jetzt, ne? Mal gerade eben trotzdem nochmal gucken. Aber ich meine, der müsste so viel haben. Ich überlege nämlich tatsächlich, wo ist denn der Traktor jetzt? Ach, warte mal, das war doch der Ford, ne? Mittelgroße, mit den Großen, sag mal. So, Supersteer, das war die Nummer eben. Das habt ihr mir übrigens erklärt. Der hat zwar keine Zapfwelle vorne, aber der hat einen besseren, stärkeren Einschlag, ne? So, der hat eine Fronthydraulik hier. Aber eben keine Zapfwelle. Dafür hat der halt einen, ja, Supersteer eben. Starken Lenkeinschlag, ist sehr wendig. Könnte tatsächlich für uns nochmal eine Alternative sein als Zweittraktor. Ja? Wohingegen der hier vorne die Zapfwelle hat, dafür aber eben kein Supersteer ist. Also der hat dann einen schwächeren Lenkeinschlag, was ja auch sinnvoll ist. Ne? Wenn der eine Zapfwelle hat vorne, dann hat er entsprechend da auch Einschränkungen. Also von daher, das wäre nochmal eine Option, dass man über den Supersteer nachdenkt für wendigere Sachen. Aber jetzt gerade brauchen wir was anderes. Und zwar eben die Gülletechnik. Ach, jetzt guck mal. Das eigentliche schon wieder vergessen, ne? Ich wollte mal nachgucken, die PS-Leistung. 240 PS macht der. Puh. Gerade so am Hang, ne? Obwohl, Hang haben wir. Ja, doch. Haben, nee, aber für die Felder und Wiesen haben wir keinen Hang.
Motorausführung, 240 PS. Nee, das ist mir zu heiß. Dann nehme ich doch lieber das kleine Güllefass erstmal. Das sollte auch erstmal reichen. Ich glaube, da kommen wir ein ganzes Teil mit weiter. So, nehmen wir mal schwarz, Felgenfarbe. Ja, hier, das muss dunkel sein. Na, ich glaube, wir nehmen. Weißt du, wir nehmen mal die Straßenbereifung. Ist gar nicht verkehrt, oder? Verdichtung werden die so oder so haben. So, Injektor, der hat hier, da steht hier drin keine Animation, dann brauchen wir den auch nicht. Will ich auch gar nicht. Ich möchte hier, denn, auch wenn das nicht mehr erlaubt ist, wir spritzen da hinten raus. Der Prallteller. Seitenverteiler rechts. Ich wüsste gerne, ob der dann auch die 9 Meter hat. Ne, ne, wir nehmen schön hier den Prallteller. Es gibt hier noch ein Design in schwarz. Guck mal hier. Obwohl das schon eher die so italienische Farben sind, ne? Nee, komm, wir nehmen das so. Das sieht doch eigentlich auch ganz gut aus. Ja. Dann lassen wir das doch erstmal so drauf. Jo. Kaufen, klar. Aber wir brauchen auf jeden Fall noch Schläuche. Und auf die kleinen Fässer gehen normalerweise nicht der lange Schlauch drauf, sondern nur die kleinen. Deswegen nehmen wir mal den. Und einen verlängerbar, aber dann in einer anderen Farbe. Ich finde das immer ganz gut, wenn man sehen kann, welcher der verlängerbare ist. So, da steht es. Das neue Güllefass. Ach ja, da hast du noch hingekriegt, da einen Schlauch nebenzulegen. Das ist ja witzig. So. Dann gucken wir, wie wir das hier. Ich weiß, man kann hier ranlegen. Das ist halt eine der Sachen. Naja, da natürlich nicht dran. So, der hat es auf jeden Fall reingelegt da, ne? Und jetzt nehmen wir das mal mit. Zum Verlängern hier. So. Okay, das liegt auch drin. Ja, ich wüsste gern, ob der hier mit der Saugvorrichtung, ob der das tatsächlich hinkriegt mit dem Arm. Das testen wir auf jeden Fall noch aus, aber nicht heute, sondern in der nächsten Folge, meine Lieben. Wir machen hier nahtlos weiter, das heißt, morgen oder eben in der, ich weiß jetzt nicht, ob Wochenende dran steht. Guck mal, auf jeden Fall, die, sofort in der nächsten Folge gibt's hier die Nummer mit den Gärresten. Dann machen wir nichts anderes. Versprochen. Versprochen, meine Lieben. Neues Güllefass. Ich sag mal, Arrivederci, alles Gute, bye bye und ade.